Ja, hallo, hier ist Antje von der Stempelinsel. Der Celebration-Monat Februar nähert sich dem Ende und ich möchte nochmal auf ein Stempelset hinweisen, und zwar unsere Schmetterlingsfantasie. Das ist das Mädchen, das hier die Schmetterlinge einfängt mit dem Netz. Und ja, damit habe ich eine Karte gestaltet und ich habe auch wieder die Blending-Pinsel benutzt und hier diesen Regenbogen-Hintergrund gestaltet. Ja, und wie ich das gemacht habe, das zeige ich euch in diesem Video. Wie gesagt, ihr bekommt die Schmetterlingsfantasie noch bis Ende Februar. Immer ab einem Einkaufswert von 60 Euro könnt ihr euch dieses Set dann kostenlos aussuchen. Ja, was benötigt ihr an Material? Ich habe eine Grundkarte, die habe ich schon mal zugeschnitten auf 14,9 x 21 cm. Die könnt ihr schon mal falzen bei der Hälfte der langen Seite und das ist dann bei 10,5 cm. Das ist das Erste, was ihr benötigt. Die könnt ihr aber erstmal zur Seite legen, da arbeiten wir dann später mit. Dann habe ich eine erste Auflegerkarte in Schwarz, das seht ihr hier. Die schneidet ihr euch bitte zurecht auf 10 cm und in der Länge auf 14,5 cm. Na, da muss man noch ein bisschen korrigieren. So, die habt ihr jetzt auch schon mal. Das ist also sozusagen der erste Aufleger hier auf der Karte. Da muss ich noch mal ein bisschen beischneiden. Mir franzt da zu sehr. So sieht die Karte jetzt aus. Das ist euer erster Aufleger. Auch das erstmal zur Seite legen. Ja, und dann benötigt ihr zweimal Weiß. Und zwar einmal für die Karte, die wir gleich kolorieren, und dann für den Innenteil. Hier habe ich noch keine Karte zugeschnitten. Und da benötigt ihr 14 cm, nehme ich da, mal 9,5 cm jeweils. Also 14 mal 9,5 cm. Das ist euer Aufleger hier. Den werden wir jetzt kolorieren. Ja, das ist eigentlich das, was ihr am Material benötigt. Dann habe ich mir herausgesucht ein paar bunte Stempelkissen. Und zwar habe ich einmal genommen Amethyst, dann habe ich grüne Apfel, dann natürlich Osterglocke, Glutrot und Kürbisgelb. Das sind die Farben, die ich jetzt hier verwende. Was ich sehe, Bermuda Blau kann ich auch noch dazu nehmen und auch Pazifikblau. Das sind so die Regenbogenfarben, die ich dann hier nutzen werde. Ja, wie geht es los? Ich starte als allererstes mit Grün, also den Grün- und Blautönen. Ich lege die mal hier hin. Es folgt dann Amethyst und die Rot- und Orangetöne. Ja, ich gehe los oder starte. Habe hier dann meine Blendpinsel. Ihr kennt das ja, ich habe euch das ja schon öfters gezeigt. Wie gesagt, ich bin im Moment auch der totale Fan von den Pinseln. Und was ich euch immer sage, ist, dass ihr einmal natürlich den Pinsel in die entsprechende Farbe gebt und dann einmal schon vorab probt auf eurem Unterlegpapier, wie dieser Farbeffekt ist. Und dann gehe ich einfach hier rüber über mein Papier, etwas diagonal mache ich das. Das ist jetzt schon mein grüner Apfel. Dann kommt Bermuda Blau. Da gehe ich genau an die Linie, an den Übergang zum grünen Apfel. Und ihr könnt sehen, dass das auch ein sehr fließender, schonender Übergang ist. Also keine harte Grenze, keine harte Linie sozusagen. Dann mache ich weiter mit meinem Pazifikblau. Reinige einmal den Pinsel. Und da habt ihr das Pazifikblau. Ich reibe den einmal richtig sauber hier auf meinem Papier und gehe dann nochmal in Richtung meinem Türkis, was ich hatte. Ich mache jetzt weiter. Dazu nehme ich auch einen anderen Blendpinsel. Den hatte ich hier immer für meine Farben, die ich so habe, mit Amethyst. Auch das nehme ich wieder auf. Abstreifen
und gehe über den Rand mit meinem Pazifik Blau, den Pazifik Blau Blend. Da gehe ich dann auch noch mal hier mit so ein bisschen drüber. Das ist Amethyst. Den mache ich mir sauber und werde jetzt gleich weitermachen mit Blutrot. Könnt natürlich auch Blutorange nehmen, das ist ja auch ein sehr dunkler Ton. Chili fand ich persönlich ein bisschen zu dunkel. Und gehe ganz vorsichtig hier an dem Rand lang. Das ist dann unser Blutrot. Und für die helleren Farben in Kürbisgelb und in Osterglocke nehme ich jetzt auch wieder einen anderen Blendpinsel. Ich fange mit Kürbisgelb an. Und beende das Werk jetzt mit Osterglocke. Das dann bis nach unten führt, das ist euch überlassen. Ich mache das mal an der Stelle, lasse es aber hell auslaufen. Ja, und so habt ihr euren Hintergrund in den Regenbogenfarben. Hier oben gehe ich nochmal ein bisschen, mache es nochmal ein bisschen heller. So, so sieht euer Hintergrund jetzt aus. Also ihr seht, ganz schnell gemacht. Und ich bestempel das Ganze jetzt natürlich noch mit meinen Schmetterlingen. Das ist ja auch der Grund dieser Karte. Da habt ihr die, ich habe die Schmetterlinge schon aufgelegt, die habt ihr hier. Und dazu benutze ich mein Espresso. Ich muss es mal eben suchen. Da ist es. Das ist einmal hier. Und ja, wie die Schmetterlinge so fliegen. Stempel ich einfach hier so auf diese Karte. Ja, und es fehlt noch ein Spruch. Und dazu habe ich mich auch entschieden für das Nimm das Leben leicht, auch aus der Schmetterlingsfantasie. Das lege ich mir auch auf einen Acrylblock, auf einen passenden, und stempel das hier unten in die Ecke, auch mit Espresso. Einmal Probe. Ist das so eure Grundkarte? Ihr habt ja noch hier die Innenkarte. Da nehme ich jetzt nochmal meinen Amethyst. Gehe da ganz leicht drüber. Nochmal so ein bisschen in Gelb, um das ein bisschen abzugrenzen. Und setze dort auch nochmal halb auf das Papier, die Schmetterlinge. Dann findet sich das so wieder. Ja, jetzt muss ich eigentlich nur noch die Karte montieren. Dazu nehme ich meinen Flüssigkleber. Einmal die Innenkarte, damit beginne ich. Karte und dann einmal auf den ersten Aufleger. Mein koloriertes Titelblatt sozusagen. Auch das noch schnell mit Flüssigkleber fixieren. Ihr braucht da gar nicht so viel von. Das sieht immer so aus, als ob da so wenig rauskommt. Das ist aber viel. Also ein bisschen vorsichtig sein beim Dosieren. Ja, und so schnell habt ihr eine schöne, gute Laune-Karte gestaltet mit den Blending-Pinseln im Hintergrund, mit den Regenbögen. Einfach ganz schnell die Schmetterlinge hier drauf gestempelt mit dem tollen Set-Stempel oder Schmetterlingsfantasie. Ja, das ist mein schneller Bastelbeitrag für dieses Wochenende oder für heute auf jeden Fall. Ich habe noch ein bisschen mehr,
was ich euch gerne dann auch zeigen möchte. Da fange ich jetzt gleich mit an, das abzudrehen. Das erstmal auf die Schnelle. Ich wünsche euch noch eine schöne Woche oder ein schönes Wochenende. Bleibt gesund und kreativ und vor allem weht nicht weg bei dem Sturm, der kommt. Liebe Grüße. Tschüss.